Ja, servus Leute, bei Bassis zweiter Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Feiertag heute, Tag der Deutschen Einheit. Und wie man es auch am besten machen kann, bin ich jetzt mit der Schwalbe unterwegs. Und wir fahren eine kleine Runde auf der Landstraße. Da möchte ich mitnehmen. Jetzt fahre ich aber erstmal hier raus. So. Auf der On the Road, Zimmer. Los geht's. Heute fahren wir mal die alte Strecke, die ich früher immer gefahren bin. Die ist nicht lang. Ist eine kurze Strecke, aber ich nehme euch jetzt einfach mal komplett mit. Ja, heute ist Montag, Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's soweit ganz gut. Ja, und ich freue mich, dass das Wetter heute einfach nochmal mitspielt. Hier draußen Richtung Diebersdorf, beim schönen Herbstwetter, bei gefühlten angenehmen 17 Grad. Die Wolken, ja, ihr seht es jetzt nicht. Ich hoffe außerdem, ihr könnt genug sehen, weil ich habe die Cam heute nicht auf dem Helm. Ich habe die an der Brust. Ja, deswegen kann ich jetzt auch meinen Kopf nicht. Ich tue die ganze Zeit meinen Kopf hoch, weil ich denke, ich habe die Cam an meinem Helm. Nein, habe ich aber nicht. Ich hoffe, das passt so. Genau. Yo. Auf jeden Fall bin ich heute richtig geil drauf, weil ich so richtig Bock habe mit der Schwalbe. Mir zieht es zwar schon wieder extrem an die Beine hier, der alte Jammerlappen. Aber das stört mich heute nicht. Ich bin gut eingepackt. Aber ich habe halt hier wirklich überhaupt keinen Schutz. Bei der Yamaha würde ich nicht so frieren. Aber darum geht es heute nicht. Ich dachte mir heute an dem Feiertag, musste einfach mal mit einer Schwalbe KR51-2L raus und einfach eine kleine Runde fahren. Da bin ich immer früher entlang gefahren mit meinem normalen Roller mit 50. Da war ich immer am Sonntag dann draußen und ja, bin da einfach die Runde gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Geschwindigkeit, ja, ich fahre die Schwalbe nicht aus. Ich fahre jetzt gerade so 58, sie könnte noch wesentlich mehr. Möchte ich aber nicht, weil mein altes Baby, ja, muss ja nicht übersteuern. Und ja, was heißt übersteuern? Das Ding ist, bei der Schwalbe, wenn die in hohen Drehzahlen läuft und wirklich Endgeschwindigkeit erreicht, dann rasselt die. Also das sind diese Kolbenringe, das ist aber normal. Aber ich kann das nicht hören. Weil hier unten, unter mir, ich sitze nämlich genau auf dem, also fast genau, also eigentlich sitze ich auf dem Tank. Und ein bisschen weiter vorne, hier ist der Motor. So. Und ich denke mir da halt so, was macht die? Aha. Hat die Bananenschalen gesammelt? Scheiße, jetzt weil ihr nicht auf dem Helm seid, kann ich mich jetzt da nicht hindrehen. Und ihr habt es wahrscheinlich nur kurz von vorne also gesehen, wie ich auf die zugefahren bin. Wir fahren jetzt gerade hier am Bürgensee vorbei, also am Bürgenseepark, Bürgensee-Parkplatz. Boah, wenn ich denke, wenn ich mit der Yamaha fahren würde, wie schnell ich da draußen wäre, das ist so richtig, also irgendwie ist das jetzt gerade so richtig komisch, weil auch die Leitflanken da so langsam an mir vorbeigehen. Jo. Ach ja, das Wetter heute ist auch nochmal schön. Jetzt kommt wieder ein bisschen die Sonne. Und man sieht hier schon alles bunt. Der Herbst hat absolut begonnen. Hier ein geiler Defender. Ja, hat aber natürlich auch seine Schattenseiten. Das bedeutet, die Motorradsaison ist vorbei. Und ja, das heißt, die Trail City wird in wenigen Tagen in die Garage gefahren. Also da steht sie ja zwar, aber ich sag's nur so. Jo. Und ich habe immer noch keine Reifen gefunden, die wo mir taugen. Ich habe mir natürlich überlegt, eigentlich kannst du mit den alten, mit diesen Breadstone oder wie die heißen, nichts falsch machen, weil die eigentlich waren die gut. Ja? Ich habe immer noch ein bisschen Toleranz, bin immer noch nicht ganz eben.
also nicht ganz glatt, aber ich habe mir jetzt mal die Reifen von Mieters angeschaut. Die sollen ganz gut sein und die von Metzeler. Ja, ich weiß es einfach nicht, aber da werde ich ja mal ein Video drüber machen. Vielleicht auch mal so ein Labertaschen-Video wieder mal. Und es kommt demnächst auch ein Video von der Yamaha. Da könnt ihr gespannt sein. Aber kein Fahrvideo, weil die Fahrvideos werden jetzt enden. Wir werden die Yamaha mal aufmachen und uns das Ding mal ein bisschen anschauen. Und ich habe es schon mal offen gehabt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. So ein Video gibt es nämlich noch nicht. Und deswegen mache ich das. So, aber jetzt genug von dieser Yamaha. Heute ist die Schwalbe Diebersdorf. Wir fahren nach Diebersdorf. Und das Lustige ist, wenn du mit so einem Ding fährst, kannst du von der Landstraße einfach die Geschwindigkeit halten. Ich muss nicht runter. Ja, so, jetzt kommt der Kreisverkehr. Oh, und vor allem, ich bin es nicht gewohnt mehr zu kuppeln, ey. Das ist so... Boah. Jetzt musste ich sogar in den ersten Gang, ey. Wahnsinn. Und ich habe dauernd irgendwie das Gefühl, bei der Schwalbe, dass da was kaputt ist. Ich muss mal einen Helm aufhängen. Aber da ist eigentlich nichts kaputt. Ja, mit der Yamaha, mit der Schwalbe habe ich auf jeden Fall auch noch einiges vor. Vielleicht starte ich das den Winter, ich weiß es noch nicht. Ich überlege nämlich die ganze Zeit, ob ich eventuell meine Karosserie Pulver beschichten lasse in so eine richtig geile Farbe. Früher wollte ich immer dieses Candy Red haben. Hab's ja jetzt in Weiß selber lackiert, da sind halt sehr viele Fehler drin, weil es halt damals eine provisorische Lackierung war, wo es ja trotzdem nicht schlecht ausschaut. Aber ich habe da im Internet was gefunden für 250 Euro. Ist in Deutschland. Man kann das selber vorbeibringen. Man muss sie nur ein bisschen entfetten. Ja. Und dann habe ich vor, eventuell, also das weiß ich noch nicht, vielleicht lasse ich es auch in der Farbe, aber dann, was auf jeden Fall kommt, dass der Motor im Winter, also ich weiß noch nicht, ob ich es in dem Winter mache oder wenn im Frühjahr, einschicken und komplett warten lassen. Also wirklich alle Lager neu, alles gucken, ob was defekt ist. Ja. Zylinder und Kolben sind gut, das weiß ich. Original DDR noch. Es sind auch noch die originalen Zylinder und Kolben, also nichts nachgestelltes. Nur die Kolbenringe sind nicht mehr original, die habe ich jetzt letztens ausgetauscht, aber scheiß auf die Ringe. Das ist völlig wurscht. So. Hier, Leute, da an der Eisdiele vorne. Da war ich mit meinem Auto an dem Tag, wo ich meinen Führerschein bestanden habe. Da bin ich dann das erste Mal mit meinem Auto hier rausgekurvt. Hab meinen Mutti mitgenommen und hab's abgeholt. Erste Fahrt so mit Sohn, versteht er? So muss es sein. So, und er parkt richtig gut hier. Komm schon, Kumpel, nicht anhalten, ich will nicht scheiden. Oh. Ach ja, schön. Auf jeden Fall in Nürnberg gerade in der Stadt extrem voll. Ich weiß nicht, da was schon wieder ist, irgend so ein Lauf. Das ist so zum Kotzen. Da ist der ganze Bahnhof zum Blagger, glaube ich, gesperrt. Also zumindest habe ich das so gesehen. Und ich sage euch was, das nervt. Jetzt musste ich ungefähr 5 Kilometer außen rumfahren, um hier auf diese Landstraße zu kommen. Ach Mann, Alter. Wisst ihr noch, wie ich hier mal geschimpft habe? Weil ich gesagt habe, ich will die Kurve richtig schön fahren und der hat mich jetzt so ausgehört und jetzt gibt er Gas, ne? Das ist so typisch, so richtig typisch. Ah, ich liebe diese Kurve eigentlich, die ist so schön zu fahren, so smooth. Ja. Ich hatte hier mal überlegt, ob ich hier mal rausziehen soll oder ob ich mir hier mal eine Wohnung suche. Oder das Haus könnte ich ja kaufen da. Ja, genau. Habe ich 3 Garagen, super, geiles Haus. Aber das wäre schön hier, es ist nicht weit weg von Nürnberg. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Wisst ihr, es wäre halt schön abends, man könnte hier spazieren gehen, man hätte die Landschaft um sich rum, ist eigentlich schön. Und man hat einfach nichts. Also was heißt nichts, es ist halt einfach eine schöne Gegend. Und ich muss halt immer sagen, mir gefällt sowas. Wenn ich dann rausschaue und einfach auf so ein Land schaue, auf ein paar kleine Berge oder Hügel, was wir hier haben. Ja, kann man eigentlich dankbar sein, dass man in so einer Region wohnt. Bin ich auch, voll.
Ja, letztens übrigens, ich muss nochmal auf das Thema Yamaha zurückkommen. Bin ich eine Tour gefahren im Frankenland. 220 Kilometer. Das ging so Altdorf, Herschbruck und all so Zeug. Und ich habe sie nicht aufgezeichnet, weil ich sie erst mal Probe fahren wollte. Aber vielleicht kommt diese Tour noch. Und eventuell, wenn alles gut läuft, ist das dann die Abschiedstour oder die Abschlusstour für dieses Jahr. Weil dann ist ja immerhin Kennzeichen pausiert. Saisonkennzeichen, ihr wisst ja, Oktober. Und da denke ich mir dann so, jo, wäre geil, wäre nice. Und ich gucke auch mal, ob ich das dann vielleicht auf zwei Teile mache. Glaube ich. Weil die Tour, das sind 4 Stunden. Ja gut, ich kann da nicht alles filmen. Ich schneide die dann ein bisschen zusammen. Nicht so wie die drei Zinnen. Ich habe es gemerkt, das letzte Video war für den Arsch. Aber wer es nicht kapiert hat, ich habe in dem Video, man muss auch mal zuhören, ich habe in dem Video nämlich gesagt, ich habe den Eingang da hoch nicht gefunden. Leider. Ich habe ihn wirklich nicht gefunden und ich müsste irgendwo da durchlaufen. Da hatte ich keinen Bock mit der Motorradkombi. Ich habe das halt nicht so gesehen. Ich hab mir das anders vorgestellt. Und ja, ich weiß, das waren noch nur ein paar Minuten. Das war ein Video, brauchen wir nicht drüber reden, okay? Scheiße. So, also, jetzt muss ich hier abbiegen. Weil weiter fahre ich mit der Schwalbe nicht mehr. Uiuiui. Ich habe hier immer Angst, mit der Schwalbe mich reinzulegen. Ich weiß nicht warum, ne? Boah, leg mich am Arsch. Ich habe da manchmal das Gefühl, ich stürze mit der, ey. Aber eigentlich habe ich ja Grip ohne Ende. Ich habe jetzt gerade nämlich die Winterreifen draufgezogen. Die Winterreifen, also es sind so Art Cross Winterreifen. Und ich glaube, die sind sogar von Heidenau. Ich weiß es gar nicht, von was das für eine Marke ist. Müssen wir doch noch mal ganz kurz schauen. Wir machen jetzt dann eher mal gleich Pause an meiner Lieblingsstelle. Oh, da war ich auch noch nicht oben. Mensch, ich habe die Kamera nicht am Helm. Mensch, sorry, wenn ihr das jetzt nicht seht. Aber ihr seht ihr mich? Huhu. Ja. Und ich sehe gerade, dass meine GoPro im LCD-Display vorne schon wieder Kondenswasser sammelt. Ich weiß nicht warum, ob die undicht wird. Ich hoffe nicht, weil ich habe ja am 9. Oktober Geburtstag und an meinem Geburtstag gehe ich immer ins Palm Beach und wollte ich es eigentlich mitnehmen. Dieses Jahr gehe ich aber an meinem Geburtstag alleine. Family kommt über den Tag ein bisschen zu mir nach Hause, Kaffee, Kuchen, ja, und Bierchen. Und dann fahre ich auf abends dann noch einmal für mich einfach persönlich so 3 Stunden in die Therme. Und dachte mir, ja, nimmst du die GoPro mit? Oh. Was soll ich euch noch erzählen? Ich weiß nichts mehr. Außer, dass es hier gerade richtig schön ist. Und da kam ein Supermoto. Habe ich euch schon das Neueste erzählt? Ich weiß es nicht, ne, Leute? Ich weiß es noch nicht. Also eigentlich ist es zwar 90% schon sicher, aber ich glaube eh nicht, dass alle immer die Videos komplett anschauen, deswegen wollen es eh jetzt nicht viele wissen. Aber ich sag's euch jetzt einfach, okay? Ich sag's euch jetzt einfach, okay? Also, ich habe mich entschieden, eventuell meinen Motorradführerschein zu machen über den Winter. Also Theorie. Und dann im Frühjahr mit dem Fahren zu beginnen. Aber ich werde mir erstmal noch kein Motorrad kaufen. Der Sinn bei der Sache, also erst einmal, warum ich es machen möchte, dass ich also die Yamaha behalte. Ich wollte sie eigentlich erst verkaufen und dann mir ein schönes Motorrad kaufen, eventuell eine Harley Davidson, eine Fatboy oder sowas. Aber das Ding ist, das lasse ich. Wisst ihr warum? Erst einmal mache ich nur den Schein. Und dann werde ich, Moment, ich muss mich kurz konzentrieren hier, ob da Gegenverkehr kommt. Kleiner Moment, wir reden gleich weiter, Leute. Wir müssen kurz hier halten irgendwo. Ich möchte nämlich genau hier rein. Oh, scheiße, erster Gang. Oh, Vollbremsung mit der Schwalbe. Oh, dieses... Oh, oh, ich denke die ganze Zeit, ich rutsche ab, aber ich habe vergessen... Ich rutsche doch gar nicht ab. Und wisst ihr auch warum?
Wisst ihr warum? Oh, Moment, erstmal neutral. So. Oh. Gang raus, Blinker raus, Benzin zuvor abdrehen. Und jetzt machen wir kurz Pause. So, weil sonst ist das nämlich viel zu schnell zu Ende und es wäre schade. Was wollte ich euch jetzt gerade sagen? Was wollte ich euch sagen? Ah, genau, wir wollten schauen, welche Reifen das sind, ne? So. Was ist das? Was quietscht da so? Hä? Checkt ihr das? Was wollte ich gerade euch sagen? Also auf jeden Fall sind Seiten noch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Shit. Ich wollte sagen. Boah, scheiße. Ich hab's vergessen. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Oh Mann, ey, jetzt. Warum müssen immer Leute kommen, wenn ich da irgendwas machen will, Mann? So, also, was wollte ich denn sagen, Mensch? Ich hab gerade irgendwas gesagt. Ach so, genau. Motorradführerschein. Ja, ich will den Motorradführerschein aus dem Grund einfach machen, weil ich mit der Schwalbe einfach irgendwo anders auch mal hinfahren möchte. Versteht ihr? Ich möchte mit der Schwalbe eins ins Ausland fahren. So, keine Angst, hier darf man hochfahren. So, und jetzt machen wir hier nochmal Pause und dann probieren wir es hier nochmal. Also Leute, ich möchte mit der Schwalbe, ich bin total bescheuert, merkt ihr das? Ich meine mit der Yamaha Tri-City möchte ich gerne einfach ins Ausland fahren. Ich möchte fahren, wohin ich möchte und nicht gebunden sein. Deswegen möchte ich den Motorradführerschein machen. Und ich habe für mich gesagt, ich mache gleich den großen. Und werde mir dann irgendwann einmal auch eine gute gebrauchte 700er oder 650er oder eine 800er kaufen. Oder eine 1000er auch gleich. Ich weiß es noch nicht. Wenn, dann müssen wir es gleich gescheit machen. Und ja, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Weil immer dieses Gebundene, ne? Dieses Gebundene, ja, man darf da nicht hinfahren. Ich komme nicht aus Deutschland raus, das nervt mich. Ich meine, Deutschland ist groß genug. Guckt euch diese Weite an. Aber, ganz ehrlich, ich würde halt auch gerne mal durch Österreich fahren, Italien, in Italien zu den 13ern zum Beispiel. Oder, da gibt es auf jeden Fall so, so viel, was ich noch sehen möchte. Und die Yamaha, ich meine, wir sind jetzt mal ehrlich, okay? Ich habe das Geld leider nicht für eine Touring-Maschine. Ich habe mir die BMW da, diese GS, glaube ich, angeschaut. Die kostet ja ab 17.000 Euro, Leute. Dann möchte ich sagen, es gibt von Honda eine, die Africa Twin. Die, ja, taugt mir auch ein bisschen das ältere Modell. Genau, damit könnte man natürlich gut reisen. So. Aber, ich habe aber gesagt, auf der Tri-City habe ich einfach mehr Angriffsfläche. Also ich bin mehr geschützt, glaube ich. Und ich möchte halt einfach eventuell so entweder eine Art Naked Bike oder schon eine Sportler, also so eine Touring, also eher eine Touring-Maschine, aber nicht ganz so arg, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen behalte ich die Tri-City und kaufe mir halt irgendwie eine gut gebrauchte für 2.500 oder so. Das langt mir dann. Das muss jetzt nicht das Neueste sein, das habe ich die Tri-City und ich möchte es ein bisschen ein älteres Modell vom Motor. Erstens, keine Garantie mehr. Zweitens, ich kann selber hinfummeln. Und drittens, ja gut, ich mache halt alle 2 Jahre mal einen Service beim Motorradladen. Das sollte man schon machen, finde ich. Ist, ne, Lebensversicherung und so. So, egal, jetzt war bla bla bla. Ah ja, hier ist der Enduro-Reifen von Heidenau. Von Heidenau, also es ist ein guter Reifen, ja, mit den besten, sieht man auch an der Verarbeitung, läuft gut.
Und wenn ich mich nicht täusche, ist der auch für den Winter zugelassen. Aber ich war nicht mit dem Teil im Winter. So, es gibt doch so 0815 Reifen und die kaufe ich mir nicht für die Schwalbe. Genau. Was wollte ich euch jetzt noch sagen? Ich wollte euch noch irgendwas sagen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir fahren weiter, oder? Wie schaut's aus? Und jetzt drehen wir mal hier eine Runde und schauen mal, ob es mir auf die Goschen haut. So, rauf aufs Maschine. Ausrichten. So, Benzinhahn auf. Zündung an. Kickstart. Gib ihn. Und jetzt. Wir haben ja Crossreifen, deswegen rutschen wir hier auch nicht ab. Juhu! Wie das Spaß macht, Leute, Alter, ich sag's euch. So, hier muss man aufpassen, hier kommen sie manchmal ganz schön hochgescheppert. Wuch! Oh! Oh, habt ihr gehört? Habt ihr das gerade gehört? Da habe ich ein bisschen zu viel Gas beim Schalten gegeben. Oh! Ja, auf jeden Fall, was ich noch kurz erzählen möchte oder sagen möchte, habe ich vorhin ja schon, auf jeden Fall, das war immer meine Strecke damals und die war schön. Ihr seht selber, das war so, da hat alles begonnen. Diese Runde, wo ihr heute seht, da hat alles begonnen damals bei mir. Ja, das war immer schön, im Sommer, am Sonntag, ich bin immer am Sonntagmorgen mit meiner Piaggio Sfera eigentlich gefahren und bin hier meine Tour gefahren. Und Servus, erstmal grüßen die Kühe, Kälber, ne? Tut schön essen, dass ihr dann wieder beim Burger King seid. Ne, die armen Tiere eigentlich, ne? Wenn man sie so anschaut und dann denkt man, ist das eigentlich, das ist dann immer doof. Boah, da kommt da ganz schönes Geschmäckler raus, so, hui. Boah, gescheites Geschmäckler da. So, hier. Nein, Moment, das war nicht hier. Ich zeige euch, wo das war. Ist die Schwalbe einfach mal ausgegangen. Das waren die Anfangs-Startschwierigkeiten mit der Schwalbe. Alter, wenn ich einen Berg runtergefahren bin, in eine Kurve reingebremst habe, runtergeschalten habe, dann hat sie mal Batsch oder was aus. Ja. Also was ich in die investiert habe und alles ausgetauscht habe, dass die so läuft, wie sie jetzt läuft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich habe die ja damals für 1.500 gekauft und ich glaube für 1.3. Und ich glaube, ich habe mindestens das gleiche noch mal reingesteckt. Also die Maschine, ich glaube 3.000 Euro oder so. Ich meine, die Preise, wo die Leute momentan verkaufen, also ganz ehrlich unter uns, einen absoluten Batscher. Absolut nicht gerechtfertigt für so ein Teil. Wir reden hier immer noch von einer Schwalbe, von einem 50-Kubik-Roller. Also was heißt Roller? Moped. Für mich ist das kein Roller. Das ist für mich definitiv kein Roller. Ja, ich habe hier eine Gangschaltung an alles drum und dran. Für mich ist das ein alte, gutes Moped, nur mit weniger Leistung. Und ich sage euch was, die Preise trotzdem, es ist halt, klar, sie ist alt. Meine ist jetzt über 40 Jahre alt. Aber muss man das so übertreiben? Und vor allem, die war ja in einem Zustand, wo sie fast nicht lief. Von der Elektronik abgesehen, also für den Arsch. Das war alles für den Arsch. Ja? Erst hat es geheißen, ja, ja, es funktioniert alles. Ja, ein Scheiß hat es funktioniert, wisst ihr? So, hier war das. So, und da bin ich dann drin. Habt ihr gehört, wie sauber sie schaltet und runter geht? Und da war sie damals aus. Ja, was ich also sagen wollte, und da gibt es ja welche, die sind dann restauriert für bis 3.500 Euro. Leute, 3.800 Euro für so ein Ding. Ey, da kann ich mir ein Motorrad kaufen. Eine gut gebrauchte für 4.000er. Ja, mit ABS, Traktionskontrolle, allen Schnickschnack, was ich will. Also gebraucht, ne? Also, da muss man doch eigentlich sicher mal irgendwo hinlangen und denken so, Alter, wo sind wir hier? Ja, aber gut, ich habe noch eine erwischt, die wo bezahlbar war. Es war halt ein Traum, den habe ich mir erfüllt. Und ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Ich fahre damit nicht oft. Wenn es hochkommt, vielleicht in dem Jahr bin ich vielleicht, wenn es hochkommt, 200, 300 Kilometer gefahren. Ja, ab und zu mal so zum Einkaufen bin ich einmal gefahren, dann ab und zu am Sonntag zum McDonald's und einfach kleine Runden gemacht, weil ich gesagt habe, ich fahre mit der nicht mehr so
Ich fahre mit der nicht mehr ganz so viel Landstraße, nachdem ich sie ja schon zweimal schieben musste. Deswegen, hab's zwar ausgetauscht, wir sind damals ja mal die Simmerringe von der Antriebswelle runtergerutscht und dann ist das Getriebeöl in den Brennraum gekommen und Leute, das war gar nicht lustig. Ist aber Gott sei Dank 1 Kilometer von meiner Wohnung entfernt passiert. Das war jetzt Schlimmere, wisst ihr ja, die Katastrophentour nach Neumarkt, wisst ihr ja, was da passiert ist, Reifen geplatzt. Aber Reifen geplatzt, versteht ihr? Ich check das heute nicht. Ein Reifenplatz, deswegen musste ich schieben zum Kotzen. Wenn so ein altes... Ich meine, gut, Gott sei Dank. Bloß der Reifen. Wäre es der Motorschaden oder irgendwas gewesen? Wäre das fatal? Oder die Zündung oder irgendwas? Aber... Ja, ich bin selber schuld. Wie gesagt, ich war damals selber schuld. Und ich sage euch auch, warum. Habe ich ja damals erzählt. Ich habe den alten Reifen, der wo damals beim Kauf drin war, im Reifen, noch wieder reingetan, weil ich meinen neuen kaputt gemacht habe bei der Montage. Und der ist genau an der, ich weiß nicht, wie man das nennt, an dieser Wulst oder an dieser Naht, wo der Reifen zusammengeschweißt wird, da ist der gerissen. Altersermüdung, zu alt einfach gewesen, denke ich mal, was ich bestimmt 10 Jahre, 15 Jahre alt. Ja gut, und dann ist er da halt gerissen. Ja, scheiße halt. Das passiert jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und ich habe mir auch gesagt, dass ich alle 2 oder 3 Jahre die Reifen, die Mantel, also innen drin austauschen werde. Einfach aus Sicherheitsaspekt. Die Heidenau-Schläuche, die sind nicht teuer. Da kostet einer so 10 Euro für die Maschine. Mein Gott, das sind halt dann 20, 40 Euro. Ich habe ja 2 Reifensätze. Aber wie gesagt, da brauche ich es bei denen nicht so, weil mit dem fahre ich nicht oft. Also mit den Winterreifen, mit den Cross-Enduro-Reifen. Ja, wundert euch nicht, warum da so viele Autos stehen. Da geht es zu so einer, ach scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob ich es erkennen kann. Kann ich es lesen? Nee, Leute, tut mir leid, ich kann es nicht lesen, aber ich war da schon mal. Da ist so ein kleiner Wasserfall. Und, ja, ich sag mal so, man sollte oder man braucht nicht dahin fahren, wenn man weiter weg wohnt, um das sich anzuschauen. Wirklich nicht. Also wirklich nicht. Da spart euch den Sprit. Wenn man hier in der Region wohnt, ja, kann man machen. Schöner Ausflugsort für einen Sonntag mal, für die Familie, da ein bisschen spazieren zu gehen. Aber jetzt von weit her zu reisen, um das anzuschauen, no. So, die Tour ist auch schon fast zu Ende. Weil jetzt kommen wir schon wieder zum Kreisverkehr und dann geht es schon wieder zurück nach Diebersdorf. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das mal so machen würden wie mit Motorrad, dritter Gang. Runterschalten, reinlegen. Jetzt gucken wir mal, was der Reifen wirklich ab kann. Okay, ich liege jetzt gerade drin. Oh. Aber absolut. Eigentlich müsste ich den Kreisverkehr nochmal fahren, nochmal zum Üben. Aber ey, Leute, passt mal auf. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass ich meinen Motorradführerschein machen möchte? Findet ihr das geil? Ach, und übrigens noch was. Ich hoffe, dass ich das machen darf. Jede Fahrstunde euch zeigen. Also die GoPro hier drauf, auf die Brust und dann filmen. Ich weiß nicht, ob man es darf, aber natürlich rede ich dazu nichts. Sie läuft einfach nur die Stunde immer. Genau. Und dann werde ich das hochladen und ich hoffe, dass euch das richtig interessiert. Und ich hoffe aber auch trotzdem, dass ihr mir treu bleibt, auch wenn dann meine Motorradvideos kommen oder sowas. Weil ich werde der Tri-City treu bleiben, weil ich die Tri-City echt mag. Das wisst ihr. Aber ich habe ja auch schon oft erwähnt, dass ich einfach mehr möchte. Ich möchte mehr. Ich will einfach mehr. Ich brauche das, ich bin so ein Mensch und ich muss das einfach machen, weil es mir so in die Finger juckt und ich habe, ey, das wird teurer, immer teurer. Mein Fahrlehrer, ich habe ihn gefragt, ja, ne? Und er hat auch schon gesagt, Sebastian, mach's jetzt, wenn du noch den Motorradführerschein machen willst, es wird nämlich richtig teuer in demnächst. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, und wisst ihr was, ich überlege gerade jetzt, so, da die Kurve mit der Schwalbe habe ich auch immer irgendwie Bedenken, da reinzugehen, aber eigentlich ist das gar kein Problem, weil mit 60 ist es absolut kein Problem. So, danke schön. Die hat auf mich gewartet. Die hätte aber locker ziehen können. Hätte ich eh nicht geschafft. So, da wurde ich auch mal hochgefahren.
Heimandorf oder Grüne Au, da ist ein Campingplatz. Wäre mal interessant, diesen Campingplatz mal anzufahren, weil ich ja gesagt habe, ich wollte ja eigentlich mal so Scheiße, habe ich das Fernlicht an? Ich glaube, ich habe Scheiße, ich habe das Fernlicht an, glaube ich. Boah, das muss ich mal da vorne kontrollieren, ey. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit das Fernlicht angehabt. Und ich habe ja... Scheiße, ja. Ja, ich habe das Fernlicht angehabt. Ups. Sollte irgendjemand das wiedersehen? Tut mir leid. Das war keine Absicht. Am Tag. Aber mir hat aber auch keiner eine Lichthupe gegeben. Also anscheinend hat es dann auch keinen gestört. Dann ist ja okay. Ja, auf jeden Fall muss ich eins sagen, dass die Schwalbe heute wirklich super gelaufen ist. Ich bin noch nicht zu Hause, aber sie lief wirklich gut. Wirklich gut. So, jetzt kommt wieder der kleine Kreisverkehr, Leute. Oh, geil, der stoppt mal richtig, Fahrschul-like. Mein Gut, er hat recht, so fährt man eigentlich ja auch. So, habt ihr das gesehen? ja, so fährt man eigentlich auch. Stoppschild, stoppen, aber ich habe da eigentlich auch nie gestoppt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich, der wohl immer so alles meckert, ne? Wenn jemand nicht blinkt und so. Aber wisst ihr, das Problem ist, obwohl nein, es ist kein Problem, es ist so, wie es ist, fertig. So, und hier war ich damals an der Norma, habt ihr ja gerade gesehen, da hat mich dann mein Vater mit der Schwalbe mit dem Bus abgeholt. Da haben wir dann erstmal zwei Bier geschossen, ja, und das Krasseste war, ich hatte keine Maske damals dabei. Und dann kommt die blöde Kuh, wirklich, ich gehe zur Kasse und sag so, ich sag noch extra, sorry, dass ich habe die Maske vergessen. Weil ich habe dann nur den Halsschutz hochgezogen. Und dann sagt die wortwörtlich zu mir, sagen Sie es jetzt nicht, sonst muss ich Sie melden. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Mopedschaden. Und dann hat sie mich angemault und hat nochmal gesagt, wenn Sie es mir jetzt nochmal sagen, dann werde ich Sie melden. Und ich so, alles klar, Alter. Also, den hier, Digga. Unfassbar. So, meine lieben Fans. Wow, wow. Boah, ich habe die ganze das Gefühl, dass hinten der Reifen irgendwie wegschmiert. Also habe ich. Und jetzt zieht das Wetter auch schon wieder zu. Das bedeutet, ich beende das Video. Wo beende ich das Video? Wo soll ich das Video beenden? Scheiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Video wieder ein, wenn es heißt, bei Bastis Fahrradkanal. Ich wünsche euch noch einen schönen, oder ich habe, also ich, ja gut, das Problem ist ja, dass das Video jetzt nicht an dem Feiertag hochgeladen wurde, sondern erst an dem Sonntag wieder. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Und so, da beenden. Da beende ich jetzt mal kurz das Video. Oh. So, Fans. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Feiertag gehabt. Und bis zum nächsten Mal bei Bastis Fahrradkanal. Ade.